Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir eine Gang-Member-Tierlist. Und ihr seht schon, hier unten sind alle Gang-Member. Wer ist und die so ein bisschen vorstellen, mache ich gleich auch noch. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr nicht alle zuordnen könnt. Aber, ja, wie gesagt, das sind alle Gang-Member. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Hier die Tierstufen habe ich von S, A, B, C, D bis L. Und warum L seht ihr dann, wenn es soweit ist. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mit den offensichtlichen an. Natürlich sind die hier alle im Verhältnis gesehen. Also sozusagen das hier, da würde ich auch direkt mit Leo jetzt mal anfangen. Im Verhältnis zu allen anderen hier halt mit der Beste ist. Und deswegen im Verhältnis auf S ist. Aber ich glaube, ihr versteht das alle. Also. Wie gesagt, Leo auf S, ich glaube, da muss man sich nicht drüber streiten, dass Leo in S reingehört. Ist auch nicht umsonst in der Top 10 gewesen, relativ lange. Und genau das gleiche gilt auch für Blood. Also ich sehe Blood und Leo sowieso auf einer Stufe. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, auch in den anderen Tierlists gewesen. Die beiden waren zwar oft dabei, aber dann auch mal Leo vorne, mal Blood vorne. Meiner Meinung nach sind beide auf einem sehr ähnlichen Level. Ich persönlich würde sogar sagen, Leo noch ein kleines bisschen vorne. Aber Blood ist natürlich auch total stark. Also von daher, die nehmen sich da auf jeden Fall nicht viel. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Cornwall. Und Cornwall würde ich in ein C einordnen. Weil er ist jetzt nicht total bad oder so, aber er hat halt... Ihm fehlt halt sozusagen die Langzeitmotivation für AG. Und er ist halt auch einfach sehr schnell abgefuckt oder so. Aber er ist halt an sich trotzdem kein schlechter Spieler. Und deswegen Cornwall in C. So, dann kommen wir zu Schmalzfliege. Und bei Schmalzfliege würde ich sagen, rein vom Skill her ist er auf jeden Fall ein C normalerweise, aber da er in letzter Zeit überhaupt kein HG mehr spielt und dementsprechend da halt auch total raus ist, würde ich ihn in D ordnen, aber wie gesagt, wenn er aktiv spielen würde, dann definitiv auch ein C. So, dann Simfab spielt in letzter Zeit auch nicht mehr so mega aktiv HG, ist aber trotzdem noch, ja, ich würde sagen, ein bisschen besser als der Durchschnitt und deswegen würde ich ihn B einordnen. So, dann kommen wir zu Justin. Also bei Justin ist es relativ ähnlich. Er spielt halt auch in letzter Zeit relativ wenig, aber ist halt definitiv auch besser als, ja, viele bei uns und deswegen würde ich ihn auch in B einordnen. So, kommen wir zu Noah. Also bei Noah war er so, er hat noch nie wirklich viel HG gespielt und ist halt vor allem in Ganging E, weil er immer mit uns auf dem TS war und so. Aber dadurch, dass Noah halt in PvP allgemein relativ gut ist, würde ich ihn noch in C einordnen, weil er halt ja vom reinen PvP besser ist als die meisten von uns, würde ich sagen. Aber halt dafür im Supen und HG-Sense und so nicht so... ist und deswegen passt er bei C rein. So, dann kommen wir zu Lian. Lian würde ich definitiv auch in C einordnen. Ja, ist halt relativ mittelmäßig, also von daher passt er da in C relativ gut rein. Kommen wir zu LeBasti. Also bei LeBasti ist halt auch so, dass er halt ja fast gar kein HG mehr spielt und ja, wenn jemand fast gar keine AG mehr spielt, dann kann er halt auch nicht so gut sein wie jemand, der, ja, keine Ahnung, viel häufiger AG spielt. Deswegen kommt Lebasti auch an D. So, dann haben wir Super Bayer. Und Super Bayer vergleiche ich gerne mit dem Sakurai von, also den nenne ich gerne den Sakurai von Ganging. Absolut lost, aber rafft dann irgendwie doch was. Also... ich verstehe halt nicht, wie der Typ so gut sein kann, obwohl er so lost ist. Und das ist genau das gleiche mit Sakurai. Also, komplett verwirrt und hat halt komplett keinen HG-Sense so gefühlt.
aber ist halt dann trotzdem krass im Recraften und Refillen und so. Also weiß ich nicht, irgendwie ganz, ganz komisch, aber deswegen würde ich ihn auf jeden Fall in B einordnen. So, kommen wir zu Mr. Lame. Ja, und Mr. Lame würde ich definitiv über die drei einordnen, aber nicht auf das Level von den beiden. Also würde ich sagen, Mr. Lame kommt auf jeden Fall A. Ist halt auch in der, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall in der Top 50, das weiß ich, aber wo genau, weiß ich gar nicht. Und war halt dementsprechend dann auch in vielen Tierlisten drin. Ist von uns, also würde ich sagen, halt, ja, mindestens der dritte, also ist halt zumindest der drittbeste nach Blood und Leo. So, dann kommen wir jetzt zu Steven, Wasserkocher GRG. Bei ihm halt genauso wie bei den beiden, spiel halt gar nicht aktiv HG, rafft aber schon was, wenn er mal HG spielt, also von daher würde ich jetzt auch sagen, nicht auf dem Level mit denen hier, die halt dann schon aktiver spielen mit Cornwall und Lian oder Noah, der halt einfach im PvP viel besser ist, aber ja, darunter dann auf jeden Fall. Kommen wir dann zu Augustcraft. Ja, Augustcraft ist ja meiner Meinung nach schwierig einzuordnen, also ich tendiere zwischen A und B. Ja, normalerweise müsste er halt auch wirklich dazwischen sein, also August würde ich eigentlich zwischen A und B setzen, aber weil das ja jetzt logischerweise hier nicht geht, setze ich ihn auch in B rein, weil ich ihn immer noch ein kleines bisschen hinter Mr. Lame sehe, aber sonst bin ich der Meinung, auf jeden Fall August auch relativ gut von uns, halt auch mit einer der ja dann vier besten. So, kommen wir dann zu Light Yagami. Light Yagami fand ich sehr schwierig einzuschätzen. Würde ich aber auch nicht auf einem Level mit zum Beispiel Lian oder Cornwall sehen. Auch wenn er halt aktiver spielt als die anderen drei hier. Aber deswegen kommt Light Yagami auch in D. So, dann haben wir SHG. SHG würde ich, ja, sagen, ist relativ solide, aber jetzt auch nicht allzu krass, also würde ich den auch in C packen, nicht so besonders, also wirklich ähnlich mit einem Level mit den anderen hier, die schon C sind. So, dann haben wir Z Supreme Wolf, würde ich sagen, ist auch sehr ähnlich zu dem, was ich vorher gesagt hatte, also Supreme Wolf, auch ähnlich mit einem Level zu SHG, Lian. Also würde ich sagen, Set Supreme Wolf auch auf jeden Fall in C. Dann haben wir noch Chefkoch GRG. Ja, und ich würde sagen, das nimmt sich jetzt alles nicht viel von dem, was ich vorher gesagt hatte. Also ich vergleiche die Leute immer aneinander so etwas und ich bin der Meinung, dass Chefkoch halt auch hier in diese Spalte mit reinzählt, weil er halt ungefähr auf einem Level mit den Leuten ist, die hier in der Spalte sind. So, und genau das gleiche gilt dann auch wieder für Licht. Entschuldigung, bei Licht bzw. Licht HG mittlerweile. Ja, ist sehr ähnlich vom Skill her zu den anderen. Also Lian ist so der einzige hier, wo ich sagen würde, der könnte noch in B tendieren. Aber ansonsten sind alle hier auf einem sehr gleichen Level. So, dann kommen wir jetzt zu unserem L-Tier. Und das ist nämlich Xben-N, Wobbles, FFGVZ oder wie man ihn sonst nennen möchte. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ich kann euch hier auch jetzt nochmal was einblenden. Und dazu sage ich dann auch gar nicht mehr so viel. So, dann kommen wir zu den letzten beiden, nämlich einmal zu Y-Henry. Y-Henry auch, ja, ein solider Spieler, aber auch jetzt nicht besonders. Auf jeden Fall noch ein bisschen schlechter als die vier hier und deswegen definitiv auch ein C. Ja, und dann kommen wir als letztes zu mir. Und sich selber einzuordnen, finde ich immer relativ schwierig.
Aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht. Ich habe mich auch mit den anderen ein bisschen abgesprochen. Und ja, ich glaube, es wird jetzt auch keinen überraschen. Ihr wisst, glaube ich, alle, dass ich nicht so gut bin, obwohl ich mich in letzter Zeit echt am Steigern bin. Und ja, ich würde sagen, auf einem guten Weg bin, besser zu werden. Ja, und ich setze mich selber jetzt in C, obwohl ich mir auch selber die Props geben muss, dadurch, dass ich in letzter Zeit echt besser geworden bin, dass ich langsam sogar eher Richtung B tendiere, als in C zu sein. Aber das muss ich erstmal ein bisschen, ja, auf Dauer jetzt zeigen. Ja, Jungs, und das war's dann mit der Tierlist hier. Wenn ihr eine andere Meinung habt und findet irgendwie August muss unbedingt in A oder du bist so scheiße, du gehörst auch in L oder irgendwie sowas, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.